Das Deutschlandticket wird im kommenden Jahr um 9 Euro teurer. Ab Januar wird das deutschlandweit im Nahverkehr gültige Ticket dann 58 Euro monatlich kosten. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder geeinigt. Der nordrhein-westfälische Ressortchef Oliver Krischer sprach von einer maßvollen Preissteigerung. Es gehe vor allem um das Signal, dass die Zukunft des Tickets gesichert sei. Im Kreise der Verkehrsminister von Bund und Ländern war darum monatelang gerungen worden. Das Ticket wird jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert. Beide Seiten wollten jedoch nicht mehr Geld zur Verfügung stellen, weshalb eine Preiserhöhung unumgänglich wurde.